Toni, hast du jetzt hier noch irgendwas? Wie war das gleich mit den Coupons? Wie war das gleich mit diesen Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Und? Nein, du bekommst sie nicht geschenkt. Tolle Geschenkgutscheine. Ja, tolle Ich muss weg. Geschenkgutscheine. Das aber du. Ich nehme sie mir jetzt einfach. Hey, stopp mal. Was genau hast du vor? Das sind Ich Geschenkgutscheine. dachte, ich nehme mir ein paar von diesen Versandcoupons. Dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken, so wie das hier draufsteht. Okay, Punkt 1. Du hast keine Freunde. Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich einen Dreck um andere Menschen schert. Punkt 2. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Nicht direkt, aber. Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch. Oh Himmel, mein Blutdruck. Erstmal Ich entspannen. muss Ach so. meditieren. Einatmen. Ausatmen. Oh, kann ich jetzt die Haken mitnehmen? Autsch! Ey! Aua! Guck mal! so eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Das heißt, warte mal, du kleine Ratte. Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen? Toni, bitte, Nein. ich verblute hier. Wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch. Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Also hier, nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden. Kabum. Wenn du nicht immer gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. Genau, Toni. Und hallo hier, meine Käsekätzchen, und willkommen zu einer neuen Folge von Deponia. Ich habe endlich herausgefunden, wie wir die Haken klauen können. Insgeheim. Ja, so. Super. Aber jetzt haben wir den Apothekenschlüssel. Und jetzt können wir. Rufus, ist noch ein bisschen schneller. Deswegen drücke ich hier schon immer zweimal. Weil Rufus sehr langsam ist. Jetzt können wir den Apothekerschlüssel mitnehmen. Die Apotheke aus Bäumen. Ein Apothekenschlüssel. Und Beruhigungsmittel. Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gizmo sagt, es bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Wie meinte er das wohl? Ich glaube, du bist die Ursache. Noch irgendwas hier drin? Nö, nur das Beruhigungsmittel von ihr. Wozu? Gut, dann gehen wir erstmal zurück. Ich habe nämlich jetzt schon einen Plan. Und zwar können wir doch jetzt das zusammenfriemeln. Genau, da haben wir den Luftballon mit dem Haken. Dann können wir doch hoch ins Badezimmer, was wir ja schon probiert haben. Den Luftballon mit den Haken dahin manövriere. So. Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. Und jetzt, da wir ja die Löcher gebohrt haben, können wir jetzt zu dem Wassertank und Harneswasser. Oh, falsch. Also das Rohr erstmal rumräumen. Und jetzt können wir am Hahn ziehen. Erstmal den Keller überfluten. Der arme Wenzel, sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich's verpasse. Okay, sehr schnell, Rufus. Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell. Du wirst es kaum glauben.
Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Natürlich hast du das. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Lass uns der Blick zusammen genießen. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin reich. Ich bin reich. Würde ich mal die Überflutung hier mal wegmachen? Eine da, Quelle. Ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Klares Wasser. Ach ja, wir haben immer noch kein... Können wir das nehmen? Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Och, kannst du mir denn... Oh, hier ist die Wünschelrute. Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Na komm, wir nehmen mal mit, da suchen wir auch ins Wasser. Und hier ist es sehr laut, wir gehen mal lieber wieder zurück. Jetzt ist doch der hässliche, dreckige Wenzel doch jetzt im Rathaus, oder nicht? Da ist er doch. Ah, Rufus, ich glaube... Du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab, aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus... Könnte ich sogar Ehrenbürger werden? Wer weiß. Vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet. Und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus. Du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Blöder Wenzel, trickiger Wenzel. Als ob der jetzt Ehrenbürger wird. Vor allen Dingen, Mann, bin ich jetzt ist ein Zwerg. Dran? Ja, doch. Ich habe dich doch auch schon aufgerufen. Oder etwa nicht? Ach, die herzensgute Lotti, jetzt kann ich doch hin. Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Lotek? Was? Wer stört? Huh? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Ich hatte auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Kann man nicht einfach den Schreibtisch umdrehen? Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Wie abgeschlossen? Aber ich hab sie gefunden. Aber ich hab sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich hab sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Ach komm, aber sie verdankt mir ihr Leben. Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar, wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuwak auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus, immer wenn Chaos in Kuwak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Irgendwie schon so. Es war ja schon so. Wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Sie muss in ihre Welt. Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium?
guter Witz. Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Ach, na so ein Pech. So ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. Mir gehen die Argumente aus. Endlich! Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Ja, und ob? Was denn jetzt? Ich will meinen Wohnsitz abmelden. Du hast doch gar keinen Wohnsitz. Du schnorrst dich bei deiner Ex-Freundin durch. Immerhin schlafe ich nicht in einer Schreibtischschublade. Zügle deine Zunge, Bursche! Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Wenn dich doch nur dein Vater so reden hören könnte. Immerhin hat er hier vor mir gearbeitet. Sie meinen geschlafen? Du weißt doch gar nicht, was Arbeit bedeutet. Wenn du nur ein wenig fleißiger gewesen wärst, hättest du ohne weiteres in die Fußstapfen deines Vaters treten können. Die Fußstapfen meines Vaters führen weg von diesem Planeten. Und da werde ich auch hinkommen. Und du denkst, dass du das ohne Arbeit erreichen wirst? Ich kann den alten Mann verstehen, dass er dich nicht mitnehmen wollte. Ey! Autsch! Das hört sich ja böse an. Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, manipulieren sie lieber das Erdmagnetfeld. Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Eine traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ich? Ich habe gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Ohne jeden Hintergedanken, nehme ich an. Ja. Hervorragend. Sie werden noch ganz schön gucken, Lotek. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits in Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. So. So. So und nicht anders. Wann macht die Post auf? Wann immer ich es für richtig halte. Denn ich bin der Bürgermeister. Was für eine bescheuerte Regel. Die hat dein Vater eingeführt. Bescheuert, aber nicht übel. Okay, Das Mädchen gehört zu... Falsch. Ich habe bereits anders entschieden. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Nein, nichts weiter. Dann sieh zu, dass du wegkommst. Ich muss in den Sitzungssaal. Ist ja wie so ein Vampir. Und nun? Ein Wasseremblem. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Was haben wir hier noch? Eine Klinge? Ein Globus, der... Was für ein Schrotthaufen? Der wie HW aussieht. Was haben wir denn noch? Eine Gensprechanlage? Was haben wir... Sonst haben wir nichts. Ist das hier eine Klinge? Nanu? Er ist weg? Naja, auch gut. Ho, Houdini! Ein Kissen? Erdmagnetfeld. Dass das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Dann nimm's mal mit. Ein Gerät, das die Idee... Ja, du brauchst es nicht noch wiederholen. Schublade. Okay. Eine Genschwelle, ein Wasseremblem. Können wir hier vielleicht die Wünscheroute dafür benutzen? Weil das so aussieht. Nanu, was ist denn das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Naja. Ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze. Das weiß man nicht. Kommt drauf an, wie. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, wie viel ich dafür... Ja, ja. Du brauchst dich nicht zu wiederholen, Rufus. Was haben wir denn hier? Können wir den Schlüssel... Wo können wir denn die Schlüssel denn überhaupt hinparken? Da kommt alle Hilfe zu spät. Ach, bin ich doof. Da will ich doch nicht hin. Ein Wasseremblem? Ein Fernschreiber? Was haben wir denn hier überhaupt alles? Schublade. Klinge, ne, Wasseremblem. Fernschreiber.
M-A-C-H-T-S. Macht's gut. T-I-H-R. I. Die. Oh. Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ich auch. An der Ruhe kann man hier noch den Schlüssel nochmal für das Wasseremblem nutzen, glaube ich nicht. Ha, ich habe das Rätsel um das geheimnisvolle Emblem gelöst. Schade, dass keine Geschichtsschreiber hier sind, um diesen Augenblick zu bezeugen. Andererseits, es reicht wohl, wenn ich Ihnen die Kurzfassung erzähle. Okay. Was kann man mit dem Globus machen? Kann ich mit dem krabbeln? Oh. Okay. Hey, das ist Dads Wasserglas. Ich habe ihn fast nie ohne gesehen. Er hatte wohl Angst zu dehydrieren. Bist du sicher, dass das Wasser war? Ah, hier ist doch das Schlüssel. Warte mal. Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis, sein Vermächtnis. An seinen Schnapsschrank. Ah, siehst du, Alkohol macht... Der Duft erinnert mich an etwas. Dads Aftershave? Jetzt wissen wir, was er... Er hat sich immer die Kante gegeben, dass er Rufus ihn... Der Duft erinnert Dads Aftershave. Kann man das jetzt da in das Ding reinfüllen? Offenbar habe ich klares Wasser gefunden. Klares Wasser. Oh, da können wir ja jetzt die Batteriesäure reinmachen. Schnell hin zu dem Auto. Dann wollen wir mal schnell. Da haben wir ja dann alle. Dann haben wir ja alle Zutaten. Haha, ich habe die Säure abgefüllt, ohne mich zu verletzen. Hierauf will ich mein Glas erheben. Der hat das getrunken. Können wir jetzt auch das Taurin reinmachen? Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Okay, wir haben das besondere Wasser, wir haben das Kaffeepulver. Also müssen wir jetzt nur noch zu Lonzo. Und das Käffele brauen. Der wartet hier schon sehnlichst. Da können wir erstmal das Ding machen wir da rein. Ab in den Tank damit. Geschlossenes Fach. Und da kommt dann bestimmt das Pulver schon drin. Das Pulver habe ich schon mal. Wir haben alles. So, das war's. Ich habe alle Zutaten gefunden. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Und ich erst. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret, ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espressoversum! Oh, Backe. Oh ja. Gottes Willen. Mehr Druck! Mach ich schon, okay. Ich presse! Okay. Boom. Kaboom. Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Scheinbar. Da passiert was. Ein explodierender Kaffee. Aua. Puh. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen.
Der arme Lonzo. Ohne mich wird er ganz schön aufgeschmissen sein. Der arme Lonzo. Können wir jetzt so Gold, der das eintrichtert? Irgendwie? Muss ja gehen. Ich kann nicht empfehlen, sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie? Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus, du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Okay, warum sollte ich? Ach so, falsch. Da wollte ich hin. Was ist das für ein beißender Geruch? Das ist Medizin. Sagt wer? Sag ich. Und wer ist hier der Arzt? Sag du. Sagen wir es zusammen? Ich. Unentschieden. Drei Gewinnrunden. Du. Ich. Ha. Gewonnen. Mist. Wieso? Hier, ein Trichter. Den stopp mal rein. Was soll das werden? Ich will ihr nur diesen Trichter in den Mund stecken. Nicht, solange ich ihr behandelnder Arzt bin. Und ich ihr behandelnder Bürgermeister. Komm schon, ich habe hier einen Papageien, wollt ihr denn haben? Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitzeigentum noch nie verstanden. Und dabei geht sie nur in eine Richtung. Warte mal, können wir den nicht wieder aufwecken? Hey, du, aufwachen. Geht doch, Schnarchschnabel. Jo, jetzt haben wir den Papageien. Können wir den jetzt nehmen? Konzentrier dich, Rufus. Sie kann dir immer noch bei deinen Experimenten helfen, wenn sie erst einmal wach ist. Okay. Will jemand einen Papagei? Hallo, Lothik. Ich habe ihn nicht gewählt, damit er sich in meine Sachen einmischt. Hab ich ihn überhaupt gewählt? Keine Ahnung. Oder irgendwo, Mann. Politik ist sehr kompliziert. Er wüsste damit nichts anzufangen. Er weiß ja nicht einmal etwas mit sich selber anzufangen. Kleiner dreckiger Wenzel. Komm, ich will jetzt den Kaffee dahin Dr. machen. Was? Ich werde Sie retten. Worauf warten Sie? Helfen Sie mir. Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein. Menno. Menno. Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken. Wirklich gar nichts. Können wir den nicht irgendwie ablenken? Karton? Nicht entflammbar? Wir haben doch ein Schweißgerät. Er hat Sensoren. Kann man das machen? Was riecht denn hier so komisch? Ah, Feuer! Das Rathaus brennt! Brandschutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Wo ist das Feuer? Na dort, die Kammer steht in Flammen, Herrgott! Keine Sorge, Ihr Feuer ist so gut wie gelöscht. Hat er denn jetzt wirklich da drinne? Na ja, gut, man sagt ja immer, Räucherware hält sich länger, ne? Aber hier ist irgendwas. Ein Experte wie ich kommt auch ohne so einen Schnickschnack aus. Immerhin verfüge ich über einen hervorragenden Geruchssinn. Okay, kann ich das mitnehmen? Na endlich. Oh, ich wollte das eng. Ich dachte schon, ich muss für immer in diesem Schrank bleiben. Hä? Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Medizinmodus aktiviert. Dr. Gizmo zu Ihren Diensten. Wie steht es um die Patientin? Unverändert, würde ich sagen. Die Diagnose überlassen Sie am besten dem Arzt.
Wo ist denn jetzt mein Stethoskop? Es ist fort. Alarm! Diebstahl! Junge, der Kerl ist übelst durch, ey. Aktiviert. Wachtmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Niemand verlässt den Tatort. Hä? Gizmo? Wenzel? Tasche? Oh. Aber Rufus, Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. So, das reicht jetzt aber. Ach, kommen Sie, Gizmo. Sie haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun. Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Oder wollen Sie etwa von Ihrer Schuld ablenken? Das ist doch wohl... Aha, da ist ja auch der Corpus Delicti. Damit ist das Puzzle komplett. Das Geheimnis um den diebischen Bürgermeister ist endlich gelüftet. Diebischer Bürgermeister? Was erlauben Sie sich? Hände hoch, Lotek. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Sie sollten aber. Ich will aber nicht. Sie haben keine Wahl. Ach ja? Sie sind gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Vor allen Dingen, wie Wenzel da rumsteht und schön auf den Booty des Bürgermeisters immer klotzt. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Ich... Was? Wo? Wer war das? Ich war das. Rufus? Alles okay bei dir? Puh. Was ist passiert? Du hast die Fremde geweckt und einen Schlag auf den Kopf bekommen. Goal? Wo ist sie? Wie geht es ihr? Sie ist immer noch nicht ganz klar im Kopf. Ich glaube, ihr Implantat wurde bei ihrem Sturz ernsthaft beschädigt. Sie ist jetzt zwar bei Bewusstsein, aber sie redet nur Kauderwelsch. Darf ich sie sprechen? Natürlich. Sie liegt gleich da vorne. Ich habe sie erst einmal auf die Krankenstation eingewiesen. Aber überstrapaziere sie nicht. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Kein Problem. Danke, Doktor. Goal! Schatzi, Hasi, Pupsi, Mausi, dein Retter. Goal, ich bin's, dein Retter. Bisse, Putz. Nein, Rufus. Ja? Putz. Du kannst mich nennen, wie du willst, Baby. Tat das eigentlich so weh? Was tat das eigentlich weh, als du vom Himmel gefallen bist? Ich kann irgendwie heute wieder nicht reden. Hat das nicht weh getan, als du vom Himmel gefallen bist? Och komm, das war witzig. Nee. Weil, ich meine, du bist ja wirklich vom Himmel gefallen. Also war das witzig. Verstehst du? Hallo, jemand zu Hause? Jemand zu Hause? Haus. Ich nehme das mal als ein Ja mit Einschränkungen. Komm zu dir! Sub, Kartoffelsub. Sie sieht gut aus und man kann sich gut mit ihr unterhalten. Wunderbar, sympathisch, man kann sich unterhalten. Ritzel, Fritzel, Witz, was? Ritzel, Fitzel, Bitzel, Ritzel, Fitzel, Britzel? Hugel, Wugel. Hugel, Wugel? Basel, Fasel, nimm. Mammelfranz? Bimfidibum, klopp, klopp. Ach, das führt doch zu nichts. Die Frau ist ja total plemplem. Plemplem. Tataratatim. Was hab ich auch erwartet? Dass sie mich mit nach Elysium nimmt? Elysium. Wir müssen zurück nach Elysium. Wie war das? Schreckliche Dinge. Der Organon hat uns verraten. Schnell! Wir müssen zurück! Nach Elysium, ja. Du kannst dich erinnern. Bist du das, Cletus? Was? Nein, ich bin nicht. Mein Name ist Rufus. Ich habe dich gerettet. Rufus? Ich verstehe nicht. Wo bin ich hier? Du bist ziemlich übel gestürzt. Der Arzt sagt, du leidest unter Halluzinationen. Es ist verwirrend, aber ich muss zu Cletus. Kannst du mich zu ihm bringen?
Wer ist Cletus? Mein Verlobter. Oh. Du, ich weiß nicht. Vielleicht bist du hier besser aufgehoben. Immerhin... Er wird dich großzügig belohnen. Oh, das, großzügig? Versuch, Cletus zu kontaktieren. Er wird nach mir suchen. Wie großzügig genau ist denn großzügig? Vielleicht kannst du ihn über Funk erreichen. Er wird versuchen, mich zu finden. Meinst du wirklich, dass das Sinn macht? Also, für einen Verlobten hat er bislang nicht sehr viel für dich geleistet, weißt du? Bitte, Rufus, du bist der Einzige, dem ich hier trauen kann. Tja, das stimmt wohl. Du kannst hier wirklich nur mir trauen. Nur mir. Und du hast deinen noblen Charakter bereits unter Beweis gestellt. Das Kreuz eines Helden. Aber um nochmal auf das Wort großzügig zurückzukommen. Bitte, Rufus, kontaktiere Cletus. Ich wäre dir unendlich, unendlich dankbar. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Kannspann, ran, drauf, auf, ab. Aber das Kreuz eines Helden. Warum muss ich auch immer so unendlich gutmütig sein? Ach ja, Rufus, immer so. Und in dieser Situation sage ich auch erstmal Schau und Miau. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Deponia wieder. Und dann werden wir, glaube ich, Cletus kontaktieren mit dem ganzen Schrott, den wir hier haben. Und ja, und Gizmo sieht immer noch aus wie der Teufel in Person. Ciao, ciao.